Okay, und los geht's. Und darf ich mal fragen, seid ihr alle bei den jungen Piraten? Was? Wie alt muss man sein, um bei den jungen Piraten sein zu dürfen? Bis 27. Piraten muss man nicht sagen, sind auch bei Ihnen. Bis einschließlich 27. Okay, und du bist auch schon über 27? Nein, ich bin noch bei den jungen Piraten. Alles klar. Noch 2 Jahre habe ich. Ja. Die jungen Piraten haben ja so einen Brief geschrieben, dass zu viel, sag ich mal, Geschlechteranfeindungen innerhalb der Piratenpartei sind. Bist du auch der Meinung? Ich bin nicht der Meinung, dass es da zu viel gibt. Ich habe schon das Gefühl, dass wir da eigentlich, also zumindest wie ich es erlebe, ein ganz angenehmes Gesprächsklima haben. Ich bin trotzdem gut, dass sie es angesprochen haben, weil ich finde, jede Form von Sexismus ist zu viel. Und dass man sich ein bisschen dafür sensibilisiert und es auch als eigene Verantwortung anerkennt, dass man gegen sowas angeht und ein bisschen mehr darauf achtet, auf sein eigenes Gesprächsumfeld, das finde ich schon wichtig. Und wenn das Leuten passiert, selbst wenn ich das persönlich in meinem Umkreis jetzt nicht so wahrnehme, dann ist das ernst zu nehmen. Also würdest du zusammenfassend sagen, die Piratenpartei hat kein Problem mit Sexismus? Die jungen Piraten wollten das Thema nur ein bisschen mehr sensibilisieren? Nein, bin ich nicht der Meinung. Ich bin nicht der Meinung, dass wir kein Problem damit haben. Ich bin der Meinung, wir haben ein sehr progressives Gender-Programm, aber wir sind auch dafür verantwortlich, da irgendwie hinzukommen. Also es reicht nicht zu sagen, wir wünschen uns, dass Geschlechterrollen abgeschafft werden, sondern wir müssen es eben auch tun. Und da müssen wir zuerst bei uns selber anfangen. Und deswegen bin ich schon der Meinung, dass wo immer Sexismus auftritt, haben wir ein Problem mit Sexismus in dieser Gesellschaft und auch bei uns selber. Also ich finde das schon richtig, dass Sie das angesprochen haben, auch wenn in der Reaktion das natürlich als Brandbrief gefunden wurde und die Vorstände sich angegriffen gefühlt haben. Das ist halt sehr schade, aber das finde ich nicht falsch, dass es angesprochen wurde. Und darf man denn eine weibliche Mitglied der Piratenpartei als Pirat bezeichnen oder ja, lieber als Piratin? Ich bin da relativ leidenschaftslos, aber ich selbst nenne mich Pirat. Okay. Und haben es Frauen schwerer in der Piratenpartei? Wo muss man deiner Meinung nach ansetzen, um es den Frauen mehr zu erleichtern, innerhalb der Piratenpartei Fuß zu fassen? Wir hatten ja diese Umfrage innerhalb der Piratenpartei. Vom Kegelclub. Vom Kegelclub. Und da sind ganz interessante Analysen dabei rausgekommen. Viele Frauen sind, ich glaube, dass es grundsätzlich Frauen nicht schwerer haben in der Piratenpartei. Warum so wenig Frauen in Vorstände gehen oder für Listen kandidieren, hat offenbar eher den Grund, dass sie diese Gegeneinanderstellung, diese Competition, diesen Konflikt schwerer ertragen oder sich dem ungern aussetzen. Und da haben wir halt natürlich das Problem, dass die Frauen, die dann exponiert in bestimmten Positionen sitzen, da natürlich die Presse sich noch umso mehr darauf stürzt, was genau das Problem noch potenziert, also verstärkt. Das ist, was die Frauen offenbar nicht wollen, so kam es zumindest in der Umfrage raus. Das heißt, wir müssen aktiver gegen solche Gesprächskulturen vorgehen. Also das gegen die Shitstorms, gegen das, dass man gegeneinander ausgespielt wird, wenn man gegeneinander kandidiert. Und deswegen denke ich halt, dass Sexismus doch ein Problem ist. Weil wenn es dazu führt, dass sich Frauen dem ungern stellen, dann müssen wir aktiv gegen diese Gesprächskultur vorgehen und nicht nur sagen, so ja, theoretisch hat man keinen Nachteil als Frau und deshalb ist er praktisch nicht vorhanden. Wäre denn eine Quotenregelung deiner Meinung nach? Also der falsche Weg. Für intern bin ich abgegeben. Und was hältst du von der Frauenpolitik unserer Familienministerin Schröder? Kein Kommentar? Doch, schon ein Kommentar. Das ist keine, meiner Meinung nach keine Familienpolitik, das ist auch keine Frauenpolitik, was sie macht. Was müsste man da besser machen, um das Problem der Frauen, das ja offensichtlich vorhanden ist, in Deutschland zu verbessern? Ja, vor allem erstmal zuhören und dass sie selber in dieser Position diese Thematik torpediert. Also das ist ein Schlag ins Gesicht von jedem Feministen. Also so finde ich das. Magst du noch mal deinen Namen sagen? Ich bin Anne Helm. Von den jungen Piraten. Ich bin in der Neuköllner Fraktion und Bezirksverordneten in der Bezirksverordnetenversammlung in Berlin. Alles klar, vielen Dank. Gerne. Tschüss. Ciao. Piratenpartei.
Klar machen zum Ende. Klar machen zum Ende. Ach, also.